Am 11. November war Gerhard Döttschinger zu Gast im heurigen Schneider Gössl. Er las aus seinem Buch Mörderisches Venedig. Das Buch heißt Mörderisches Venedig. Also geht es um Tote, es geht um Morde, es geht um Kriminalfälle. Das Titelbild dieses Buches lässt an Wenn die Gondeln Trauer tragen denken, einen Film nach Daphne du Maurier's Kurzgeschichte Dreh dich nicht um. Das ist keine schlechte Assoziation, so ist es gemeint. Oft sind die Täter und Mittäter keine Venezianer, ja nicht einmal unbedingt Italiener. Natürlich gibt es in Italien eine umfangreiche Kriminalstatistik, zahlreiche spektakuläre Morde in allen Regionen, die zum guten Teil auf die Konten der 'Ndrangheta, der Mafia, der Cosa Nostra, der Camorra gehen. Aber auch Eifersuchtsmorde sind zu verzeichnen und eben immer wieder Taten, die von Ausländern begangen werden. Das trifft ganz besonders auf Venedig zu. Ich kenne Venedig seit einem halben Jahrhundert und dort kommen eben genauso Kriminalfälle vor wie sonst wo. Aber die Menschen außerhalb von Venedig sind offenbar einfach mehr interessiert daran. Und darum habe ich gedacht, na jetzt erzählen wir irgendwann mal, was in Venedig so passiert. Auf diesen Seiten werden sich etliche Mordfälle finden, in denen Venezianer keine Rolle spielen. Die Mörder kamen immer wieder von außerhalb, aus Rom, aus Russland. Die permanente Fluktuation von Fremden seit Jahrhunderten hat ihre Folgen. Selbst ein Mordfall im gar nicht so nahen San Sino di Livenza, immerhin 60 Kilometer von der Lagune entfernt, firmiert unter in der Nähe von Venedig oder in einem Straßengraben bei Venedig. Dort fand man die Leiche von Carmen Wieser, einer Osttirolerin, die von dem Lkw-Fahrer Frank Täder aus Sachsen-Anhalt vergewaltigt und ermordet worden war. Ja, ich bin mit all meinen Büchern unter der Woche eingeladen und ich lese mich quer durch Österreich und Bayern mit diesem Buch auch wieder durch. So, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wer jetzt Lust auf spannende Kriminalgeschichten aus Venedig bekommen hat, kommt mit dem Buch Mörderisches Venedig von Gerhard Döttschinger voll auf seine Kosten.